Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ja, hier ist der John Meyers und wir haben wieder Wochenende. Es ist Freitag und ja, ich habe überlegt, oder was habe ich, heißt überlegt. Es hat sich ja irgendwie so eingeschlichen, weil wenn ich mal meine Videos so anschaue, dann waren eigentlich meine Wettbewerbe immer am Wochenende. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir so, unter der Woche, da drehe ich euch immer eure Sachen, die was ihr wollt oder sonst irgendwas, was mit Ausflug zu tun hat und. Und am Freitag, Samstag, Sonntag werde ich dann Wettbewerbe reinstellen, also wo es um Wettbewerb geht. Ja, so haben wir das jetzt überlegt und so werden wir das so machen. Aber ich muss es gleich so sagen, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich heute schaffe. Und ich muss auch gleich sagen, am Sonntag habe ich, also am 17. März habe ich Geburtstag und damit mache ich nichts. Da lade ich vielleicht, wenn ich Glück habe, ein Video hoch, wenn ich es habe. Also ich habe jede Menge Leute im Haus und da geht natürlich das vor und da weiß ich noch nicht, ob ich Zeit habe, um ein Video hochzuladen. Aber wir schauen einfach mal. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass ich den Wettbewerb mache. Ja, erstmal noch mal eine Entschuldigung und zwar an wie war das? Ich glaube Skut 2000. Genau, Skut 2000. Ich mache das mit deinem Wildschwein als nächstes. Das wird das nächste Video. Aber leider nicht heute. Das wird wahrscheinlich erst Anfang nächste Woche. Weil, wie gesagt, ich jetzt Wettbewerb mache. Wettbewerb, 3 Stück laufen. Bis jetzt war es eigentlich meistens immer der Elch, wo ich gemacht habe. So, ich mache Folgendes und zwar Wettbewerb Durchschnittsgewicht der 3 größten oder schwersten Rothirsche. Durchschnittsgewicht der 3 schwersten Wildschweine. Und dann das größte Reh, also der größte Rehbock von einem Hochsitz aus. So einfach ist es. Mehr habe ich nicht zu tun. So, dann brauchen wir das, brauchen wir nicht. Wildschwein, das haben wir drin. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, jetzt ist die Frage, mit welcher Waffe gehe ich auf die Jagd? Soll ich die neue nutzen? Entschuldigung. So, auf alle Fälle folgendes. Na, machen wir es anders. So, du gehst auf alle Fälle mit. Und der Bogen geht mit. Genau. Oder sag mal, das ist ja die Frage. Naja, was ist so? Gut, dann halt, du bist es nicht. Wo ist jetzt das Zielfernrohr für die neue? Aber die Büchse, da. Genau. So, dann machen wir Munition. 1, 2. Also ich habe eigentlich schon vor, da dieses Wochenende wirklich mal zu versuchen, eine gute Platzierung hinzubekommen. Dann brauchen wir noch Pfeile, Pfeile, Pfeile. 1, 2, halt. Die Pfeile. Genau. So. Gut. Pfeil ausstatten. So, Wildschwein, der lockt durch den Turm mal darüber. Raubwild braucht man nicht. So. Elch braucht man nicht. Maultierhirsch braucht man nicht. Rehwild nehmen wir mal mit. Dann brauchen wir das hier. Ein Rothirschrufer auf alle Fälle. Rothirsch, genau. Und dann vom Wildschwein. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Wo bist du? Ja. Gut, dann nur noch Wildschweinduft mit. Genau. Das reicht eigentlich. Die Dufte, die werde ich wahrscheinlich nicht richtig verwenden. Ja, okay, gut. Ja, dann gehen wir mal rein. Wir laden gleich mal unsere Waffe durch. Ja, und wie gesagt, also, mein Ziel ist es, die 3 schwersten Rothirsche zu kriegen, die 3 größten oder schwersten Wildschweine zu kriegen und ja, den höchsten Score von einem Rehbock. Das ist mein Ziel, das werde ich versuchen. So, Waffen und so weiter passen. Jawohl. Sobald sich was tut, seid ihr mit dabei und bis dorthin ist einfach. Ja, einfach mal weit man teil. Bis Ja, das dann. erste Rehböcklein habe ich.
Jetzt wird mir ja zumindest auch beim Caller, beim Hunter Matchup angezeigt, was es ist, weil ich ja da wieder eine Stufe aufgestiegen bin. Und das ist ganz gut. Dann schauen wir doch gleich mal, was es von Rehbock ist. Der kommt aus dieser Richtung von dem Feld dort drüben. Also der Call, der war hier. Ich habe jetzt zurückgecrawlt. Ich brauche jetzt nur meinen Hochsitz. So, und ich habe gehört, da gibt es einen Trick, wie man den aufbaut. Dass es relativ leise ist. Und wäre ich trotzdem laut. Klappt irgendwie nicht. Ja, wenn man die Tab-Taste drückt und zurück zum Huntermate geht, dann soll es angeblich schneller gehen und so, aber ja, es funktioniert trotzdem nicht. Macht dennoch einen Lärm. So. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt richtig stehen habe. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob ich hier irgendwo etwas sehe. Und dann werden wir auf das Rehlein schießen, wenn es kommt. Gut, ich warte jetzt einfach und melde mich, sobald es da ist. Bis gleich. Ja, hat aber relativ schnell eilig, das Tier. Da kommt es nämlich schon, der Rehbock. Warte jetzt nur noch auf die Sichtungsbestätigung. Jawohl, da schaut euch das an. Oh, der hat aber ein schönes Geweih. So, männlich, genau. Ah, Level 3 erreicht, cool. So, jetzt heißt, aber ich will es mit dem Bogen haben. Kommt noch ein bisschen näher. Müsste eigentlich reichen. Gut. Getroffen haben wir's. Ja, weil es liegt. Gut, schön. So, da haben wir ja unser ein erstes für den Wettbewerb haben wir schon mal. Bin ich ja gespannt, was es für ein Score gibt. Da bin ich jetzt voll ultra gespannt drauf. Was haben wir denn getroffen? Lunge, Herz, war klar. Ja, da liegt da der Bock. Ja, das schaut schon relativ groß aus. Jo, 11,9 Meter Körperschulterblatt, rechte Lunge. 30,6 Kilo, wow, das war das schwerste bis jetzt. 128,996. Der Score. Ja, wo sind wir? Damit sind sie auf Position 40. Position 40. Mal schauen, ob wir das noch ausweiten können, besser machen können. Jetzt muss ich nur den hier ein bisschen besser in den ziehen. Komm mal, ja, da. Ich will das. Ah, komm. Mann, Mann, Mann. Der will bitte nicht. Komm. Ja, naja, so nicht. Naja, wenn nicht, dann machen wir es so. So. Gut, jo, dann mache ich mal weiter. Und beim nächsten Tier seid ihr wieder dabei. Bis gleich. Ja, das nächste Tier habe ich auch schon gehört. Und zwar Wildschwein. Kommt auch aus von dem Feld. Da werden wir auf alle Fälle, ich weiß jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich ist, ich habe es nicht geschaut, bin ich ein Trottel. Auf alle Fälle werden wir jetzt mal schauen, ob das kommt. Ich denke mal, für den Hochsitz ist es zu nah. Ich werde jetzt noch ein bisschen vorgehen. Und auf alle Fälle, wenn es ein Wildschwein ist, oder wenn ich sehe, das würde ich wahrscheinlich schießen mit der Waffe, also mit dem Gewehr. Weil Wildschweine sind doch ein bisschen robuster wie so ein Reh. Obwohl ich weiß es noch nicht. Also. Aber bevor ich dann irgendwie daneben schieße oder was. Dafür so schon ewig weit immer hinterher rennen. Fängt aber ganz gut an. Das Wochenende.
Jetzt habe ich nur nicht geschaut, weil ich immer zu verdammt schnell bin. Mit dem Klicken, Klicken, Klicken. Und das habe ich nicht geschaut, ob jetzt das männlich oder weiblich ist. Verdammt nochmal. Ja, da war ich wieder voll voreilig. Leute, ich versuche jetzt mich da oben hier den Hügel hinzustellen. Und mal zu schauen, wo das war. Weil ich muss es auch, kommt es auch von dem Feld da vorne. Mal gucken, ob sich irgendwas tut. Wundert mich eh, Wildschweine hier unten sehr selten, aber naja, kommt vor, wie es aussieht. Hoffentlich ist es dann auch ein Brummer und ich glaube, da unten sehe ich schon, wenn ich mich nicht täusche. Nein, da habe ich mich wieder mal getäuscht. So, dann schauen wir mal, ob wir irgendwas sehen. Da unten ist es. Da unten läuft es. Hier, jetzt schauen wir mal, was es ist. Bist du männlich oder bist du weiblich? Komm, sag was. Komm. Das sieht man so jetzt auch. Ah, jetzt war ich wieder zu schnell. Naja, egal. Dient. Sieht man nichts. Schauen wir mal nochmal. Ist männlich, gut, genau das, was ich brauche. So, dann mal zurück. Dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt mal hier auf die Lauer. Genau hier hinlegen. Komm. So, dann legen wir uns mal hin. So. Ach, da kommt noch eine. Und noch eins. Was ist, bist du? Ja, das Hemdchen sieht man jetzt, ne? Komm, gib mir irgendwie ein Zeichen. Komm, zack, was bist du? Naja, da kommt das eine. Oh ja, sieht doch ganz groß aus. Okay. So, ja gut, dann bist du auf alle Fälle dran. So. Das eine haut ab. Das andere rennt auch noch. Aber hat sich jetzt hingelegt. Jetzt schauen wir mal. Aber das liegt. Gut, unser zweites Tier. Mal schauen, haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Gut. Jo, dann. Na, was mache ich denn? Mal schauen, was sehen wir da hinten noch. Rumfahren, nichts. Gut, dann stehen wir mal auf. Und holen uns das mal. Schauen wir mal, was es hat an Gewicht, an Score. Erzählt ja das Durchschnittsgewicht der schwersten drei. Also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt bei einem schon eine ungefähre Angabe bekomme, aber das sehen wir gleich. So, Körper. Das ist noch die Spur, wo gekommen ist. Der Keiler. Ja, die Waffe ist ja gut, die streckt ein Tier ganz schnell nieder, also auch ein Wildschwein. Gut, wir
Jetzt habe ich schon wieder Frame-Einbrüche. Das ist so der Hammer. Jedes Mal, wenn ich auf die Felder gehe. Das ist echt schlimm. So. Gleich wissen wir mehr. Schaut auf alles. Ah nein, der steht noch mal auf. Ja. Bleib einfach liegen, verdammt. Also Wildschwein hat schon irgendwie Power in sich. Also das, ich glaube, das kann man 20 Mal anschießen und wenn es blöd ist, wenn es blöd läuft, dann rennt es immer noch davon. Jetzt laufe ich gerade hier mit 12 FPS rum. Verdammte Scheiße. So. Gleich haben wir's. So. Bleib einfach liegen, Tierchen. Schädel, Wildschwein. 154,6 Kilogramm aus 26 Meter Entfernung in den Schädel. 773,949 T. Also ich krieg da jetzt noch keine Meldung. Entweder habe ich noch zu wenig Gewicht oder ich brauche wirklich erst 3 Stück. Gut, okay. Ich ziehe dann mal weiter, schau weiter, was ich so finde, und wenn sich was tut, dann seid ihr wieder mit dabei und bis dorthin weiter und feiern. So, das nächste Rehlein ist wieder da. Rehbock aus dieser Richtung da oben. Ich hoffe, der hat jetzt nicht das gehört, wie ich hier den Hochsitz aufbaue. So, dann gerufen habe ich schon gecallt. So, warten wir jetzt einfach mal ab, was sich tut. Und sobald das Tier in Reichweite ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Also irgendwie scheint es heute hier eine ja, verbogene Welt zu sein oder vertauschte Welt. Denn hier in diesem Gebiet habe ich normalerweise noch nie einen Wildschwein angetroffen, nur im Rothirsche und Rehe. Aber jetzt hat schon wieder ein Wildschwein geschrien. Und lass mal herkommen und schauen wir mal, was es ist. Ja, und von dem Reh fehlt noch jede Spur. Vielleicht hat es mich doch entdeckt. Oder gehört, wie ich den Treibein aufgestellt habe. Kann vorkommen, aber ist ja egal. Wir werden ja entschädigt mit dem Wildschwein. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Bis dann. So, dort ist das Wildschwein. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob männlich oder weiblich. Müssen noch ein bisschen warten. Dafür habe ich mir, es sind auch weibliche, die was ich brauche, weil es ja nach dem Gewicht und nach dem Score berechnet wird. Aber auch die weiblichen geben mir einen Score. Weiblich. Okay, sehen wir jetzt dann gleich, ob sich da irgendwas tut. Was wir da bekommen. So, schön, komm her. Noch ein paar Schritte. So, dann holen wir mal unsere Waffe. Dann legen mal schön an und hoffen, dass wir einen guten Treffer zielen. Komm, den Kopf weg. So, da rennt es und da liegt es. Jawohl, das ging ja verdammt schnell. Gut.
Dann reißen wir mal unseren Hochsitz ab und schauen uns mal das Tierchen an. Was wir da haben, weiblich ist klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob es zählt. Es war nichts von männlich und nichts von weiblich dran gestanden. Ich glaube, das zählt das komplette Gewicht von allem, was man erwischt. Werden wir sehen, ob wir ein kleines Ergebnis bekommen. Nur die Frage, ich hätte es markieren sollen, gehe ich eigentlich in die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Ja, da oben haben wir es. Genau da haben wir es. Da haben wir es. Da liegt sie ja dann da oben. So, dann nehmen wir mal die Spuren mit. Lunge, Herz, das ist gut. Lunge, Herz ist immer gut. Dann liegt es ja da. Ja, da liegt es. Da liegt sie. So, mal schauen. Okay, aus 38,6 Medien Körper, Schulterblatt, rechte Lunge, Wildschwein 62,9 Kilo, Score 138,671 B. Gut. Jo, dann mache ich mich mal weiter, weil hier wird jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr liegen oder kommen. Denn der Schuss hat natürlich alles im Umkreis verjagt. Aber mit dem Bogen auf Wildschwein schießen, das ist ja. Da streichelt man ja das Tier eher, schätze ich mal. Also ich habe das schon des Öfteren probiert, aber da musste ich immer nachsuchen ohne Ende. Mein erstes Teilziel für die erste Folge ist eigentlich hier da, weil da habe ich noch mein Zelt stehen. Und das will ich diesmal abbauen und dann hier vom Hochsitz mal noch ein bisschen schauen. Ja gut, ich gehe jetzt weiter und wenn sich etwas tut, dann melde ich mich. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Es hat sich nichts getan, der ganze Weg nicht. Ich bin jetzt gleich hier oben am Hochsitz. Werde hier noch ein Weilchen verweilen. Mal schauen, was sich hier noch so tun wird. Und dann packe ich mein Zelt und ja, dann ist die erste Folge schon vorbei von diesem Wochenende-Wettbewerb. Wie lange dass ich verweilen werde, weiß ich noch nicht. Einfach mal schauen. Bin eigentlich recht zufrieden mit den zwei Wildschweinen. Gut, ich habe da jetzt immer noch keinen Score. Keine Platzierung. Außer vom Reh. Und da beim Rehbock klicke ich auf Stufe 40. Oder auf Platz 40. Da müssen wir schon noch einiges tun. Aber ja, ich stelle mich jetzt erstmal noch ein bisschen auf den Hochsitz und dann sehen wir ja, was passiert. Bis dann. Jo, da bin ich wieder und wir haben unseren ersten Hirschen. Der scheint ja riesig zu sein vom Geweih her. Rothirsch männlich ist ganz klar. Warum auch? Oh, Level 3 habe ich erreicht, okay. Bei der Sichtung. Das ist natürlich die Frage. Den schießen wir jetzt mit dem Bogen. Nein, nicht mit dem Bogen. Oder? Nee. Ich will auf Nummer sicher gehen. Jawohl, und er liegt. Er liegt, er liegt, er liegt. Das ist ganz cool. So, dann schauen wir mal, ob wir den sehen. Genau hier. Schauen wir uns mal den Score an von unserem Jungen. Ja, ich kann ruhig ein bisschen schneller gehen, weil ich mache jetzt halt eh Schluss, nachdem erst war für den ersten Teil. Ihr startet aber dann hier, weil ich habe hier das Zelt stehen. Und dann nehmen wir beim nächsten Mal das Zelt mit. Und schauen uns mal weiter in dieser Richtung hier hoch um. Und versuchen dann hier rüber zu gehen. Und einfach mal den Weg entlang zu laufen und einfach zu schauen, was dort alles kommt. Links und rechts. Und ja.
Dann sehen wir ja. Auf alle Fälle, ja, doch, der ist schön. 46,4 Meter Körper, linke Lunge, Leber, Rothirsch und 78,5 Kilogramm. Score ist relativ klein, 162,797. Da gab es schon größere. So. Aber weil ich keine Bewertung kriege, schaue ich jetzt dann gleich nochmal nach und dann kann ich es euch nochmal genau sagen. Auf alle Fälle, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und für den ersten Teil und der zweite folgt zugleich. Den werde ich jetzt dann auch gleich starten. Und wir starten dann von hier aus, von unserem Zelt, das ja da drüben steht. Das zeige ich euch jetzt gleich noch schnell. Dass ihr das auch seht, dass es dort steht. Nicht, dass es heißt, ich habe da keins gesehen. Da vorne sieht man schon. Ja, und von dort aus starte ich. Dann gehen wir, wie gesagt, den Weg hier, der Wasser unten, da verläuft die Straße entlang Richtung Norden hoch, über den Fluss und schaut einfach mal, was passiert. Genau. So, da haben wir unser Zelt. Da müssen wir nachher nur ein bisschen umrüsten. Das kann man eigentlich gleich mal machen. Dass ich danach den Platz gleich habe und wir gleich loslegen können. Weil die Duftsprays brauchen wir eigentlich gar nicht. Also ich brauche die nicht. Ich brauche sie einfach nicht. Dann munitionstechnisch brauchen wir eigentlich auch nicht so viel, weil wir haben ja dann das Zelt dabei, dann kann man es immer noch aufbauen. So, 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 genau, jetzt haben wir Platz fürs Zelt. Gut, jo, bis zum Teil 2 von unserer Hirsch-, Wildschwein- und Rehjagd. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.